Nö, mehr so da. Mehr da so. So. So, schnell einklinken. Und hoch. Alter, geht das schnell. So, und da ist ein Schrein. Das geht ja richtig flott. Ein Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruinfrieden. Jo. Mach. So, als nächstes hier. Über das Lavendelfeld. Na komm. So, da könnten wir uns jetzt ein Flugzeug schnappen, aber das wird sich nicht lohnen, weil die ganzen Landemanöver zu machen, das ist... hier, da ist es. Ein Schrein. Dass dem das Feuer bald nicht ausgeht. Es ist so verlockend, vor allem wenn die mir so einfach fies den Arsch zustreckt. Sorry, Opfer. Ein Rindergeschnetzeltes? Ja, vielleicht. Er überlegt sich's. So, als nächstes geht es da hoch. Einmal durch die Baumwipfeln irgendwie durch. Und los. So, dann einmal wieder neu durchstarten. Yo! Alter, wie haben wir das denn geschafft? Das war irgendwie schon fast zu skillig. Aber gut. So. Und... ja? Ah. Sounds. Immer schön aufs Headset hören. Dann weiß man auch, wo es ist. Next one is there. So, ist bald geschafft. Dann haben wir alles eingesammelt. Das funktioniert ja zum Glück schnell. So, hier wird es wahrscheinlich wieder ein Schrein sein, oder? Nö, ein Band. Okay. Dann ist es ein Band. Tag 485. Ich wurde befördert. Als jüngster Oberst der Armeegeschichte unterstehe ich jetzt direkt Brigadegeneral De Luca. Meine Ernennung erfolgte im Rahmen einer bescheidenen Zeremonie über den Dächern von Cirilla. Der rasche und dezente Austausch von De Lucas innerem Zirkel geht gut voran. Ob ich die freien Posten mit meinen eigenen Soldaten besetzen sollte? Ja, das solltest du vielleicht machen, wenn du ganz schnell die Macht an dich ergreifen willst, ne? So, als nächstes und als letztes geht's dann zu diesem Fragezeichen hier. Dann haben wir alle. Ha, geil. Wegpunkt setzen. Im Visier der Obrigkeit. Schön tief fliegen, sieht spektakulär aus. Ist, glaube ich, auch... Ei! Ah! Böse! Yo! Das ist gefährlich! Was ist gefährlich? Das? Ups. Hey, dein Hut ist cool. Schade. Hat er, glaube ich, nicht mehr gehört. Na gut, dann halt nicht. So, das geht flott.
Das geht flott. Dahinter. Kann ich ja gleichzeitig mal gucken, so. Gibt's hier noch irgendwas an Bötchen? Da gäb's was. Müsste man mal raus aufs Meer. Und mal gucken. Da ist der Schrein. Alter, wie das Spiel jetzt nach und nach anfängt, hier ein bisschen zu rumzuzicken. So immer nach 2 Stunden oder so. Ja. Der mag das nicht, wenn der belastet wird, der Computer. Die habe ich schon. Verdammt. Dann gib mir zumindest... Halt, da war was. Ah, da draußen die Segelschiffe. Moment. So. Einmal neu durchstarten. Und raus. Da war ein Jetski. Nein! Ach ja, stimmt. Ich wollte ja auch mal unter Wasser sein. Oh, das sieht so geil aus. Trotz, dass ich die Grafikeinstellungen nicht unbedingt mega hoch habe. Das sieht einfach... richtig geil. So, komm. Einmal hoch. Jetzt ist nur die große Frage... Kann ich mir hier irgendwo ein Boot schnappen? Oder wollen die stur nicht? Das habe ich, glaube ich, schon. Da ist ein Jetski. Gib das Jetski her. Ich will das Jetski. Ja. Gib mir jetzt nicht auch noch... Was? Wo? Oh, danke. Oh, danke, danke, danke. Mein Lebensretter. So, jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt muss ich das Ganze zu einer Garage bringen, die natürlich auch irgendwie Land, also hier, das auch verträgt, ne? Das wäre dann hier so. Oder die hier oben mit hinschieben. Wäre auch möglich, aber da fahre ich lieber darunter. Das ist leichter. Handelt sich auch nur um 5 Kilometer, ist ganz schnell gemacht, ist gleich nebenan, muss ich nur einen kurzen Schritt hinbewegen, ne? Auch mein Popel schnipse ich da regelmäßig hin, bitte was? Nee, das fangen wir gar nicht erst an. Soll ich eine ordinären Gespräche, nein, da, nein, ich trinke einen Schluck. Wie gesagt, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich versuche jetzt hier irgendwie kurz die W-Taste noch weiter zu drücken. Während ich mir ein neues Glas versuche, hier irgendwie einzuschenken. Was sich als durchaus schwierig erweist, wenn man nur immer eine Hand zur Verfügung hat. Challenge für euch daheim. Also ist keine wirkliche Challenge, es geht. Aber... öffnet eine Wasserflasche, die einigermaßen gut zu ist, mit nur einer Hand. Öffnen, nicht schließen. Schließen ist einfach. Öffnen. Ihr braucht auf jeden Fall irgendwas, was gegenhält. Mal so als Tipp. Ich benutze zum Beispiel meine Ellerbogen. Ellerbogen, genau. Ja. Ja doch, eigentlich schon, ne? So den Zwischenraum davon. Alter, große See mit Jetski. Aber zum Glück sind wir zumindest immer 40 Knoten unterwegs. Moin, moin, Gudda. Alles Fisch, hast schon mein Schlammerfilet von Iglu gefangen? Oder mein Filet au Fisch? Ob da auch Fisch drin ist? Eieiei. Naja. So, den jagen wir jetzt hier. Darf ich den abschießen? Schau mal. Tschüss. So, Waffe wegstecken. Boah, Alter. Kann sich ja wirklich nur noch um Stunden handeln.
Aber ich will halt alle haben, ne? Das ist so... Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre, was vielleicht auch noch mega cool gewesen wäre, man schnappt sich in Zukunft einen Helikopter, überfliegt so einige Straßen oder zum Beispiel das hier, die Bereiche, schaut, wo was ist, schnappt sich das, bringt es in die Nähe des Helikopters, tut es dann dran knipsen, also wie ich zum Beispiel auch schon den Traktor abgeschleppt habe. Genauso ist es auch gemeint, dass man das an den Helikopter bindet und dann, was mich jetzt ganz kurz nochmal interessieren würde, wäre Mods Greifhaken. Ich habe da ja noch gar keine gemacht. Alter, geil. Da wird sogar gezeigt, wie man es macht, dass man da lauter Sachen an den Helikopter dran tun kann. Geil. Ich frag mich ja bloß, wo es die Teile gibt hier, die Verbindungsmodi. Habe ich die hier schon irgendwo entdeckt? Da unten ist ein Schießstand, den wir noch machen müssen. Keine Verbindungen, ne? Haben wir noch nicht gemacht. Beziehungsweise noch nicht freigeschaltet. Na gut, wir sind ja fast da. Dann ist es geschafft. Und ich glaube, dann mache ich auch Schluss für heute. Dann habe ich nämlich 4 Stunden allein Just Cause aufgenommen. Das ist lang. Und wir haben auch schon 23:30 abends. Das heißt, Zeit für Haya Haya. Haya Haya, genau. Hyper, hyper, wohl eher. Ja, für alle die jetzt sagen, was, 12, 23:30, du gehst ins Bett, hast doch morgen eigentlich nichts vor. Ja, ganz einfach, ich möchte aber einen ganz normalen Schlafrhythmus noch einigermaßen beibehalten. Und ich reg mich doch irgendwie auf, obwohl es keinen Grund gibt, wenn ich um 9 Uhr aufstehe. Weiß nicht, für mich ist dann der Tag irgendwie so, ja, so total verplempert. Man muss halt dann wirklich länger aufbleiben, damit der Tag noch einigermaßen was ist. Aber dann ist es letztendlich Kopf wie gesprungen, wie man es macht. Ob man jetzt um 7 Uhr aufsteht und um 10, 11 ins Bett geht. Oder ob man um 9 Uhr, 12 Uhr aufsteht und bis 2 Uhr nachts aufbleibt. Ist letztendlich eigentlich egal sogar. So. Geschafft. Wir haben das Jetski über mehrere Kilometer hin weggebracht. Juhu. Geschafft. Den Stria PW 220 RGT. Okay, wir liefern dir dieses Boot überall hin, Rico. Nice. So, was ich jetzt aber doch nochmal machen werde, ist... Ihr kennt's ja aus den letzten Folgen. Da. Ich will immer noch wissen, ist da der Formel 1 Wagen? Also dank Gronkh habe ich ja inzwischen auch gesehen, wo er noch sein könnte. Alter! Nein! Nein! Wow! Ich bin der Boss. Ich hätte fast verkackt. So, aber das ist letztendlich die Stelle, die letztendlich bei jedem eigentlich sein sollte. Und naja, Sammeltrieb! Sammeltrieb! Wow. Okay. Alter, geil. Oh. Ich sollte vielleicht auch nach vorne gucken. So ist nicht. So nach oben ziehen. Dann los. Und drüber hinaus. Auf gen Windrädern. Alter, wo zieht der mich hin? Okay, also wir sind auf jeden Fall bei der Stelle richtig. Wingsuit Wunder. Und es ist kein LKW da. Ja. Ich glaube, der spawnt da auch nicht mehr für mich. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen Wingsuit Action, damit wir mal ein bisschen die Rangliste hier durcheinander werfen. Ja, ne?
Aber im Prinzip gäbe es ja eigentlich sogar nichts mehr zu tun. Wir haben alle Sprünge auf der Insel absolviert. Wir haben alle Herausforderungen gemacht. Eine haben wir, glaube ich, sogar übersehen. Welche war denn das? Nee. Oh, verdammt, jetzt müsste ich mich durch alle durchklicken. Halt, dafür gibt es ja den Filter. Abgeschlossene Ziele können wir wegmachen. Versorgungspunkte können wir wegmachen. Genau. Und jetzt haben wir es im Prinzip ganz leicht. Jetzt müssen wir dann nur durchklicken, ob wir einen Stern haben oder nicht. So. Sieht gut aus. Bisher haben wir überall was. Da! Wingsuit-Kurs. Haben wir noch nicht gemacht. Ganz böse. Ganz schlecht. Perfekt. Dann haben wir das zumindest mal. Können wir hier wieder alles anmachen. Wir können hier Seefahrzeuge einmal hier das kurz abschnappen. Nein! Oh Mann, und dabei wollte ich hier Wingsuit-Wunder machen. Dann machen wir halt Kletterking. Ein bisschen was dazu. Komm schon! So. Das müsste jetzt mal ein bisschen Rekord geben. Na, zumindest ist es ein neuer persönlicher. Und was wir natürlich auch machen müssen, ist die Stelle auch markieren, diesen Wingsuit-Kurs. Dadurch bekommen wir sogar ein neues Gadget. Einen neuen Mod. So. Hui. Also hier sieht es noch mega geil aus. Später wird es, glaube ich, auf der ganz großen Insel wird es ganz ekelhaft, die ganze Zeit so zu fliegen. Da brauchen wir auf jeden Fall irgendwas Motorisiertes mit Propeller obendrauf. Und so, ne? Da unten fährt auch eine Straße. Hügelsprint. Jo! So. Was, die haben wir nicht gemacht, die Manea-Tour. Ganz am Anfang. Oh, das ist aber enttäuschend. Ja gut, dann machen wir die mal, ne? Aber ich glaube, das ist sogar die, die immer angezeigt wird, wo man dann durch den Tunnel da durch muss. Eieieiei. Ja gut, aber wir sind ja jetzt in Übung. Das schaffen wir. Und go! Ich glaube, ich könnte sogar... Nee, kann ich nicht. Da geht's jetzt wieder runter. Da geht's jetzt wieder hoch. Oh. Alter, nicht lenken! Böses Spiel! Alter! Das war gemein! Das hat voll geleckt! Das war richtig fies! Ja, das Spiel, das wird jetzt richtig penetrant. Aber wir haben es sogar. So, wiederholen. Ich will meine vier Zahnräder, ne? Kennt ihr ja, das Spielchen. Aber zumindest, wir haben es zumindest auf Anhieb durch den Tunnel durchgeschafft. Und dafür verneige ich mich vor mir selber. So. Wingsuit. Halte Steuerung, um langsamer zu werden. Werde ich jetzt hier nicht unbedingt benötigen. Oh, das war schlecht. Trotzdem noch den perfekten erwischt. Oh. Das war nur gut. Wow. Nice. Also wir haben es geschafft und ich glaube auch mit vier Zahnrädern. Nice. 24.154. Perfekt. So muss das sein. So und nicht anders. Ach, lade nicht so lang. Nächste Freischaltung. Und... Ja, wir bräuchten noch 3000 bis... Aber wir haben um 154 Punkte es gerade so geschafft. Dementsprechend kann ich zufrieden damit sein.
letzter Zeit oft ans Autofahren gedacht. Ich liebe es, durch Medici zu fahren. Sobald der General und seine Schergen Geschichte sind, fahre ich kreuz und quer durch Medici. Ich hoffe nur, ich kriege Urlaub. So. Komm doch mal zum Essen vorbei. Meine Mutter macht die besten Spaghetti. Die musst du... Du bleibst hier. Ihr beide habt euch lieb. Außerdem räumt ihr das wieder auf. So, nee, aber mit dieser kleinen, ja, mit dieser kleinen netten Tour und Spielerei verabschiede ich mich mit einem traumhaften Ausblick am Strand, im Liegestuhl, bis nach dem Schnitt oder bis zur nächsten Folge. Ist das ein neues Boot? Ich glaube nicht. Egal, also bis zur nächsten Folge von Just Cause 3 oder bis nach dem Schnitt. Ciao. Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Für mich verdammt früh am Morgen und zwar um 7.45 Uhr. What the fuck? Warum in einer anderen Folge in ein paar Tagen oder so erwähne ich, dass ich eigentlich alles am Stück aufnehmen wollte, das sich aber durchaus als doch ein bisschen nicht so machbar erklärt hat, nachdem ich erst um 11 nach Hause kam. Danke. Und um 11 dann noch 3 Stunden Just Cause aufzunehmen, das... ja, das mache ich, aber dafür müsste ich mit YouTube Geld verdienen. Und das ist mir dann noch ein bisschen zu blöd. Also, es geht aber hier nicht um meine privaten Probleme, sondern um ein Just Cause, welches ich schon wieder irgendwie versuchen muss zu lernen. Zum Beispiel, dass man mit Leertaste nicht driftet. Sondern mit Shift. Okay, gut zu wissen. Ich habe ganz kurz vorab... auf die Karte geguckt, habe festgestellt, dass wir im Prinzip ja hier eigentlich auf der Insel bis auf hier die Hauptbasis quasi alles gemacht haben. Also in der Kirche waren wir eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, ob wir auf der schon waren, aber wir haben sie auf jeden Fall auf der Karte angezeigt bekommen. Das heißt, irgendwie müssen wir sie ja entdeckt haben. Kann ja mal ganz kurz hier gucken. Und zwar generell, nee, da muss man hier jeder einzelne anklicken. Okay. 2 von 2, 4 von 4, 5 von 5, 1 von 1. Jo, sieht gut aus. Hab alles. Nice. Das heißt, wir müssen uns nur noch hier um den unteren Bereich kümmern und dann können wir uns um das ganz dicke Problem kümmern. Und zwar um den Chimaleon, wie sie es immer ausspricht. Chimaleon Kontrollturm. Das ist angenehm, weil ich denke mal, das wird mal wieder was anderes. Zunächst einmal müssen wir hier runter. Auf die Insel. Militärstützpunkt, Gefängnis, irgendwie sowas. Das, ja, ist klein, wenn man sich das genau anguckt. Und dann gibt es halt hier noch 2 Städtchen und so. Gut, dann würde ich sagen, packen wir uns ein Flugizeugi und fahren da und fliegen da runter. Ja gut, wir könnten uns auch einen Helikopter schnappen. Aber eigentlich will ich ein Flugzeug mir schnappen. Sag mal. Okay, wollte schon sagen, wo willst jetzt du hin, Kollege? Das geht ja gar nicht. Des Weiteren dürfen wir natürlich nicht vergessen, unsere Fahrzeuge alle einzusammeln. Ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Das ist das Wichtigste am ganzen Spiel. Scheiß auf Story, scheiß auf Landeinnahme. Ich will alle Fahrzeuge. Wir haben noch volle Munition, dadurch, dass wir das Spiel gerade erst frisch gestartet haben. Dementsprechend brauchen wir eigentlich nur ein Flugzeug. Flugzeug, da. Und zwar den da, den Akrobat. Was ist das denn? Sammelt klassische Teile. Oh, dann bekommen wir so einen guten alten Kampfjet. Nett. Zur Garage bringen. Ah, okay, Wasserflugzeug muss ich zur Garage bringen, okay. Nein, F. So. Weil ich muss irgendwie die Straße als Start- und Landebahn mitnutzen. Ja, das hat ja schon mal super funktioniert. Genau so wollte ich das. Nach hinten. Nee, das war nach... Ach du Scheiße.
Wie war das jetzt? Genau. Steuerung. Und dann Shift Y. Nein. Stopp. Oh, Alter. Okay, Y funktioniert seltsamerweise doch. What the fuck? Okay, C. Ah, okay, jetzt hat. Ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Das funktioniert ja schon mal super, der Start. So, ich steige aus. Und ziehe das Ding jetzt hinter. Und zwar so, wie ich das will. Nein, das war ziehen. Spring doch da runter, mein Gott. Das ist doch nicht möglich, dass hier... So. Geh dahin. So, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Stehen bleiben. So. So kann man arbeiten. Das kann man doch, denke ich mal, als Startbahn verwenden. Yo! Okay, das wäre beinahe schief gegangen. Gut, aber wir fliegen. Wir fliegen, das ist ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall nett. Wir kundschaften doch erstmal, denke ich, die ganze Region hier ab. Das heißt, wir werden gucken, ob das hier nicht eine fette Militärbasis ist. Das ist sehr wahrscheinlich eine fette Militärbasis, weil ich nicht davon ausgehe, dass das ein großer Handelshafen bei ihnen hier ist. Ich brauche einen Kaffee.